Die nächste Etappe bei der Suche nach dem König von Deutschland. Auf einem Schrottplatz in Stade sind Kreativität und handwerkliches Geschick gefragt. Nach der Deutschlandtour geht's den Autos nun an den Kragen. Hier sind wir richtig. Schrottplatz, Schrottplatz. Ja, hallo, moin. Hallo. So, sollen wir was kaputt schlagen hier oder wie sieht das aus? Ja, das ist überraschend. Ja? So. Aufgabe? Darf ich? Bitteschön. Dankeschön. Deutschland Tuningland. Ein König von Deutschland muss wissen, was es braucht, um auf dem Treppchen ganz oben zu stehen. Baut eure Karossen für ein alles entscheidendes Rennen zu kompromisslosen Pistenschweinen um. Optik, Motor, Fahrwerk, alles ist erlaubt. Also Vollkontakt? Vollkontakt. Unsere drei Moderatoren bekommen Profis an die Seite gestellt. Flexen, Schrauben, Schweißen, alles ist erlaubt. Problem? Nee, ich mach denen ein Problem. Ich baue meine Kiste so knallhart um, dass ich mit der in die Gummis gehe. Und wenn die raustrudeln, kann ich natürlich auch als Erster durchs Ziel kommen. Jetzt muss ich mir eine Taktik überlegen, weil mein Auto ist klein und leicht, aber das dicke Ding. Ich habe aber einen Trumpf im Ärmel. Jasmin, kommst du mal bitte? Ja. Ich mache das natürlich nicht alleine. Und ich habe mir die Dame natürlich nicht ausgesucht, weil sie so gut aussieht. Das natürlich auch. Aber sie fährt Autorennen. Genau. Und fährt Bagger. Und hat ein Schweißgerät und eine Flex. Und deswegen geht das Ding für uns ganz nach vorne. Das steht fest. Auf jeden Fall. Ja, irgendwie bin ich nicht so richtig glücklich über die Aufgabe. Weil ich mir so ein bisschen ausgerechnet habe, dass ich das Fahrzeug wieder verkaufen muss. Und der hat TÜV bis Mai 2016. Also der ist richtig was wert. Und jetzt pflücken wir den auseinander. Also da blutet mir so ein bisschen das Herz. Ach, sei's drum. 24 Stunden bleiben bis zum entscheidenden Rennen. Alle haben gleiche Voraussetzungen, aber grundverschiedene Herangehensweisen. D zum Beispiel hat ein ganz eigenes Verständnis von Tuning. Dann machen wir nicht die Birnen kaputt, das kostet all Geld, du. So, halt mal vor. Was war das? Ich baue mir eine Heizung ein. Ich habe keinen Bock mehr. Scheiß Klima. So, weißt du, das ist unsere Mulde. Jetzt ja. Schmeißen wir von hier und von unten. Was soll das mit der Heizung? Ja, wegen der Temperatur. Kennst du das? Ach so, damit der schön heiß wird beim Fahren? Ja, genau, genau. Hast du den Kühler zugeklebt? Da wird dir ganz warm von, was ich hier vorhabe. Ja, Tuning geht natürlich auch ein bisschen in den Motor rein. Das heißt, ich will, dass mein Motor kalte Luft bekommt. Also Luftfilter runter, Loch in die Haube. Helge hat exakte Vorstellungen, wie sein getunter A3 aussehen soll. Zunächst bekommt die Haube, wie angekündigt, ein dickes Loch. Darauf folgt eine größere OP, mit der Audi vor 10 Jahren sicher Erfolg gehabt hätte. Für mich ist das hier keine Stockcar-Challenge, sondern ein Tuning-Event. Und ein Cabrio ist halt ein anderes Feeling, hat eine andere Optik, spart extrem Gewicht, sieht geil aus, macht das Auto schneller. Klar gehen wir noch an Motor ran, aber für mich ist das die Lösung, um aus dem Audi A3 mal eine geile Tuning-Karre zu machen. Viel Arbeit. Richtig gehört. Helge will den A3 zum Cabrio aufschneiden. Matthias ist zwar weniger versiert am Werkzeug, doch auch er hat jede Menge vor. Sein Ansatz, alles raus, was nicht zum Fahren benötigt wird, um Gewicht zu sparen. Tipps für die flexende Konkurrenz gibt es gratis. Du brauchst noch ein Abschlussblech. Hier hinten, ne? Frag mal Det, kannst du dir vielleicht eine Heizung hinten hin machen? Apropos Det, der Gebrauchtwagenexperte aus Oldenburg ist weiterhin in seiner ganz eigenen Mission unterwegs. Nochmal zur Erinnerung, die Aufgabe lautet, tune dein Auto. Tuning heißt für mich Freistil. Und Freistil heißt, ich kann alles machen, was mir gefällt. Und mir gefallen manchmal ein paar andere Sachen. Ich meine, ob ich jetzt mit einer Heizung 130 war, wo ist das Problem? Also ich glaube, wir können die Sendung umtaufen in Männer ohne Nerven. Matthias würde eher für Autos ohne Gewicht plädieren. Leichtbau, kompromisslos auf die Spitze getrieben. Sein Vorgehen ist simpel, aber effektiv. Braucht man dieses Teil für ein Rennen? Nein? Dann weg damit. Und Matthias hat noch ein weiteres Ass im Ärmel.
Was werden wir denn gleich machen? Wir werden ein extra Kabel legen, um den Drehzahlbegrenzer rauszunehmen. Ganz genau. Dann dreht er nicht mehr 5,5, sondern 8. So sieht's aus. In die Motorsteuerung einzugreifen, birgt ein Risiko. Helge scheint das Wort Risiko nicht einmal zu kennen. Der ist doch vollkommen irre. Helge ist irre? Entscheiden Sie selbst. Die Operation Cabrio ist in vollem Gange. Tuning ist ja bekanntlich Geschmackssache. Doch hier kennt Helge keine zwei Meinungen. Das Dach muss ab. Koste es, was es wolle. Den Brummer hier, ne? Ja. Benzinantrieb, wie sich das für eine Autosendung gehört. Und damit geht das Dach in einem Schnitt runter, oder? Das werden wir weghauen jetzt mal kurz. Gut, dann gib Gas, ich gehe in Deckung. Ja, gut, alles klar. Gut. Und schon fräst sich die nächste Flex durch den A3. Wenn Sie Audi lieben, dann bitte jetzt wegschauen. Wird dieses Auto jemals wieder fahren? Geschweige denn ein Rennen gewinnen? Auch Team Malmedy durchtrennt fleißig Metall. Der Endtopf soll weg. Diese Idee hat Matthias allerdings nicht exklusiv. Jetzt kommt erstmal ein Soundcheck. Achtung! Gut lachen hat auch Helge endlich oben ohne. Und wie sieht's bei Matthias und seinem A3 aus? Siehste? Das ist nämlich das Geile, wenn man so viele Teile abbaut, dass die Wegfahrsperre komplett die Disco hat, dann kannst du die Kiste über den Parcours schieben. Das kriegen wir gleich wieder hin. Das glaube ich nicht. Glaub's mir. Aber ich meine, ich habe ja da vorne so eine Ramme, die kann ich ein bisschen auf Schwung bringen, weißt du? Matthias, bist du jetzt schlecht drauf oder was? Nee, wir denken nur ganz kurz nach. Ja, du, wir denken, dann bist du noch nie zum Erfolg gekommen. Ja, wie soll's denn jetzt weitergehen, Matthias? Ja, wir denken jetzt und dann bauen wir das alles aus und machen alles richtig und dann mache ich die fertig. Willst du die ganzen Teile wieder ranschrauben? Nee, damit deine Wegfahrsperre die Zündung freigibt. Aus dem qualmt da was. Siehst du das? Es hilft nichts. Profis müssen her. Sonst findet das Finale ohne Matthias statt. Doch es gibt noch ein Problem. Das war doch klar, dass es nachher um Rennen geht am Ende. Ja, warum zündest du deine Karre an? Nee, ich habe sie ja nicht angezündet. Die haben damit Starter-Spray irgendwie rumgemacht und dann gab es eine kleine Rückkopplung. Wir haben ja jetzt noch ungefähr 24 Stunden, bis das Rennen losgehen soll und ich glaube, die Jungs kriegen das hier hin. Der nächste Tag. Jetzt wird sich zeigen, ob Matthias starten kann. Det preist vor dem Rennen schon mal die Vorzüge seiner Kreation an. Ich habe mir natürlich unheimlich viele Gedanken gemacht, weil ich erkannt habe, dass ein Diesel erst später in eine Wallung kommt. Und dementsprechend habe ich natürlich ein paar Haken eingebaut. Nicht nur hier Räderschutz, nein, auch vorne ein bisschen anpieksen. Nochmal zur Erinnerung. Die Aufgabe lautete, tune dein Auto. Hier fehlen uns einfach die Worte, daher die Fakten. Verbaut sind 50 Kilo Eisen und eine Heizung. Es fehlen Rücklichter und Kofferraumdeckel. Dafür gibt's jede Menge Anbauteile und Kriegsbemalung. Was jetzt kommt, ist natürlich totale Amateur-Oberliga. Warum machst du das Dach ab? Gewicht sparen und guck dann mal nach oben. Ach, wegen Sonnenstudio? Nee, dann ist klar. Meinst du, das hat Erfolg? Die 69? Ja, wenn ich auf dem Dach lande, ist es immer noch die 69. Der neue alte Audi A3, jetzt auch als Cabrio. Genießen Sie die eleganteste Art, Audi zu fahren. Der Opel Killer besticht durch sanfte Linien, sportliche Eleganz und einer Top-Verarbeitung, die keine Wünsche offen lässt. Ja, der grüne Frosch. Also, was ist das denn? So, Männer. Sag jetzt nichts. Was denn? Sag
Bitte nicht. Nee, das ist ein Tuning-Event. Neues Steuergerät. Du baust einfach alles ab. Nee, erst machst du deine Karre kaputt, dann fackelst du sie auch noch ab. Ja. Dann sagst du, ah, ich bin zu doof, ich kann das nicht mehr. Hallo, ich brauche Hilfe. Genau. Und dann investierst du noch mal nach. Was hat das gekostet? 49,90 Euro. Ja, bei wie jetzt? Hier doppelklicken. Erklär mir mal das Konzept jetzt hier. Das Konzept ist denkbar einfach. Mache das Fahrzeug so leicht wie möglich. Amtliche 230 Kilo hat Matthias A3 abgeschmeckt. Das Resultat aus dem Malmedy Performance Center ist Rennsport pur. Jetzt zählt's. Die 1000 Kilometer lange Reise durch die Republik geht hier zu Ende. Auf diesem Flugplatz entscheidet sich, wer König von Deutschland wird. Alle drei haben noch Chancen auf den Titel. Feuer frei. Diet erwischt einen perfekten Start und geht mit dem eisenverstärkten Vectra in Führung. Helge bläst dem skalpierten A3 zur Attacke. Doch Diets Rammheizung zeigt Wirkung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt hole ich mir den. Hey, geh weg. Der ist ja völlig lebensmüde, der Müller. Diet bleibt in Führung. Doch was ist mit Matthias? Sein ultraleichter Audi müsste doch schneller sein. Eieieiei. Das Auto läuft nicht. Das Auto läuft gar nicht. Ich schaff's gerade noch so eben, mit Müller mitzuhalten. Kann Helge mit seinem Tuning-Konzept punkten? Keine Chance. Bei mir ist das ganze Fahrwerk krumm. Haben sich Helge und Matthias verzockt? Ich nicht vorbei. Ich trau mich einfach nicht. Matthias, so wird das nix. Diet bleibt weiter in Führung. Eine faustdicke Überraschung. Doch Matthias hat einen Plan. Er legt die Strecke einfach großzügig aus. Oh, jetzt habe ich die Kurve nicht gekriegt. Der Konter von Diet scheitert an der Technik. Oh Mann, jetzt komm, ey. Ich habe die Handbremse angezogen, jetzt komm doch. Ich brauche Drehmoment. Letzte Runde auf letzter Rille. Mensch und Maschine sind am absoluten Limit unterwegs. Das gibt's doch nicht. Die letzten Meter vor dem Ziel. Matthias führt vor Diet. Helge in Lauerstellung auf Platz 3. Wer macht's? Was das? Yes! König von Deutschland, Freunde! Oh Mann, du Zweiter! Helge rollt als Dritter ins Ziel. Knapp 1000 Kilometer, 4 Tage, 6 Challenges und der König ist... Yes! Ich hab euch fertig gemacht! Ich hab euch sowas von fertig gemacht, Leute! Einmal durch die Republik. Von den Bergen an die Küste. Und am Ende heißt es, lang lebe König Matthias. So, dann wollen wir mal. Ach, kommt ran da. Hast du dir verdient? Danke, ihr wart auch nicht schlecht. Krone wird spendiert. Ah, ich liebe euch, Männer. Ich liebe es einfach nur. Ungern, aber. Das Gefühl ist so schön. Das ist für dich. Jetzt Bratkartoffeln. Ja, wünsche dir was. Mit Spiegelei. Ja, dann wollen wir mal. Los geht's. War schön, oder, Jungs? Beschissen wäre geprahlt.